Vorsicht, nass. Hey, tja, vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Was geht sie das an? Ich dachte, dass ich dir Probleme mache. Klar, das kriege ich schon noch allein hin. Komisch. Ist bei der Fireflies, war befreundet, aber will nicht, dass ihre und ihre Freundin ihre Tochter mit dabei ist. Oh, Taschenlampe schon wieder fast alle. Zum Glück muss man hier keine Batterien suchen. Oh, wo ist die jetzt hin? Ich glaube hier runter, oder? Ah. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie den Drang, überall nachzuschauen. Ist aber auch ganz normal. Glaube ich. Hey, bin noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Oh ja, da geh ich mal schauen. Hier. Sparst du noch für diesen Urlaub? Jeden Cent. Hallo? Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Komm, gehen wir weiter. Versuch es mal kurz ein bisschen lauter zu stellen, weil ich höre die manchmal gar nicht so gut. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Versuch mal langsam hinterher zu laufen, während ich das mache. Oh, da war noch was. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Die Klos. Ich sag dir, doch. Kriegen wir nicht wieder. Ich hol mir die wieder. Gerade so mitbekommen, dass ich noch horchen kann. Das ist schon mal gut. Wasserpistolen. Es steckt ein doch ein bisschen noch Kind in denen. Was ich auch ganz gut finde. Das sieht alles so geil aus. Ist schon wieder da runter gesprintet, das gibt's ja gar nicht. Ich will doch noch wieder umschauen hier ein bisschen. Hier zum Beispiel ein paar Schränke angucken. Das sind bestimmt eine von der Ikea. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Mann. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Ah, cool, da ist irgendwas. Auch eine alte Zeitung. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Ach klar. Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hartes Zeug.
Na komm. Wo ist die Flasche denn? Ach da. Können wir doch nicht hier lassen. Oh, hier hinten. Oh, Skateboards. Die würde ich mir als erstes holen. Oh, Softbretter. Geil. Und jetzt das letzte. Oh, Zombies. Oh. Das wäre scheiße. Weil ich habe gar nichts, um mich zu verteidigen. Nicht mal das Messer habe ich. Na super. Ey, sorry, ich muss ja unbedingt erstmal mich ein bisschen umschauen. Da ist noch ein Bild. Hier ist noch Müll. Ich glaube, die wollen, dass ich der Story folge, aber ich möchte unbedingt wissen, ob hier irgendwo was ist, vielleicht man triggern kann. Ach so, das sind ein paar Füße. Ich habe gerade gedacht, was ist denn das? Oh, hier. Da ist noch was. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ach nee, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist für kleine Mädchen, die Zeit noch draußen zu sein. Naja, gut, kleine Mädchen. Ach, hier aber das Pferd. Sieht mir noch richtig Miststelle. Ist hier noch irgendwas? Sieht denn das aus? Ist aber geklaut bestimmt hier. Und Kung Fu Panda. Ellie, boah. Hilf mir mal. Oh, guck mal, da geht's rein. Das sieht man doch. Ja, okay, ich helfe dir erstmal. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ja, ich komme ja schon. Ach, ich hasse es, da durchzukommen. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Sag's doch, ich hatte einen richtigen Weg gefunden. Hier oben. Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Oh, hoffentlich ist da jetzt kein Klicker. Das war nämlich nicht so geil. Er kriegt voll Panik irgendwie. Riley? Okay, die will mich verarschen. Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Das ist ja ich geil. Hab die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Geil. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen! Oh. Das muss man ganz schön drücken. Na geht doch! Mal sehen, was es hier noch so gibt. Cool. Lausch mit einer Voice Max rum. Egal. Ey, ich habe was Geiles gefunden. Ein Totenkopf. Na, Schädel, stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nicht.
Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Hey, da probieren wir nochmal aus. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Ach komm, noch einmal. Macht grad Spaß. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Okay. Wie oft kann man damit schütteln? Also, ich mach's einfach so oft, wie es geht. Krieg ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Naja, komm noch einmal. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Wie oft kann man denn hier schütteln? Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Man kann tatsächlich nochmal. Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Ah, ist das cool. Ich dachte schon, es hört gar nicht mehr auf. Aber es macht voll süchtig. Vielleicht noch ein bisschen Geld da. Nein, leider nicht. Ich glaube, Geld zählt ihr auch nicht. Oh, hier ist noch was. Sowas kauft jemand? Clubschrauben. Ist mir zu hoch. Ja, früher hat man. Boah. Alter! Das war blöd. Ach, nee. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen erschreckt. Diese Masken sind sogar noch cooler. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Ist da noch eine Maske? Nee, ne. Wahre Horrorgeschichten. Berichte über echte Monster und Geister. Wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Wahrscheinlich durch die Tür dort. Da. Aber vielleicht schaue ich mich doch noch mal ein bisschen um. Oh, ein Dreifach Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Glücksbärschi und ich bin Vogel. Sieht aus wie für Angry Birds oder so. Ach! Nee, man kann wieder. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Poker gehört dir. Oh, hier ist noch mehr. Zombie-Maske. Die ist auch cool. Die roten Schuhe! Was hast du mit ihm gemacht? Oh, weh, Toto!
tun? Oh Mann. Ja, lustig. Die Maske wäre cool, aber das ist leider keine. Die Frage, welche Maske ich nehme. Ich nehme, glaube ich, die Vogelmaske. Die fand ich witzig. So, ich glaube, es ist die Zeit gekommen, um weiterzugehen. Oh, cool. Die Autos da unten? Und ich sehe das Karussell, das ist ja cool. Ach, guck mal, ein Stein. Das rote ist deins, meins das blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Was? Wagen, du. Ach, scheiße, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hab doch rot. Nummer 2. Treffer. Oh fuck, ich will nicht verlieren. Nein. Ja. Ach so, geht schneller laufen. Verdammt. Oh, ich muss speilen. Die hat auch schon ganz schön Führung. Ist ja fast schon wie bei, weiß ich nicht, Schlag dir ab, ich zerstöre die Autoscheiben. Was sagst du jetzt? Aber jeder sitzt bei mir. Ja. Ha. Da ist noch einer. Gut, gut, gut. Was kommt aber? Die letzte. Ah, sagst du doch, die letzte. Obwohl ich dir geholfen hab, du blöde Kuh. So. Ja. Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Ich mach einfach. Also, was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Krankenschwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Ist dir das bekannt vor? Stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Scheiße, ich hätte vielleicht fragen sollen, warum es so ausgerissen ist. Naja. Obwohl, das von der Mutter ist auch cool, dass man das erfährt. Obwohl, ich glaube, ich wusste das schon davon. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass wir Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Ich mach den jetzt hier. Ganz viel wieder. Oh. Da, wie gesagt. Pause drücken und schon geht's weiter.
Ist ja super, ist nichts drin. Aber man kann es öffnen, das ist toll. Naja, ich glaube, die haben nicht sehr viel hier diesmal hingetan, weil... Naja, sie hat ja wirklich noch nicht viel gelernt. Zumindest von der Sache. Oh. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Cool. Und soll ich das machen? Das ist gefährlich. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Lockt das nicht diese Viecher an? Obwohl, die können ja nichts sehen, soweit ich weiß. Ich glaube, hier geht's lang, oder? Das musst du sehen. Oh, warte, ich weiß, was du vorhast. Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Okay. Wie zum Teufel komme ich darauf? Kurzer Rückblick. Rückblick, meine ich. Ja. Und ich glaube, ich mache hier erstmal ein Folgenkeuchen für die erste Folge. Da stecke ich mir noch ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Last of Us Left Behind. Und ja. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch ein Like da und Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr sehen wollt oder was euch gefallen hat oder ob es euch überhaupt gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Mittag. Kann ja jetzt alles bei euch sein. Und dann bin ich erstmal raus. Peace out. Ich bin raus.